und damit herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Game und zwar, hoppala, da ist es, Espresso Tycoon. Also diese Intro-Musik ist ja schon mal herrlich. Ich habe mir gedacht, ich wechsle jetzt meine Karriere und ich mache einen eigenen Kaffeeladen auf. Und ja, dafür habe ich mich auch vorbereitet. Also guck mal, ich habe hier extra hier so eine, ich glaube, die steht mir ganz gut, das steht drauf. Gourmet, ja klar. Gute Barista, oder? Also kann man hier nicht klagen. Auf jeden Fall. So. ja, wir probieren das Game aus. Das ist gerade erst rausgekommen am 7. Juni und ich bin mega gespannt drauf. Wir sollen unseren eigenen Kaffeestand eröffnen können. Ich meine, gibt es was Besseres? Jeder trinkt Kaffee gefühlt oder Tee zumindest oder wenn nicht, dann Kakao halt. Aber irgendwas trinkt man bestimmt und es gibt einen Kampagnenmodus, einen Sandbox-Modus, also wie man will. Wenn man jetzt keinen Bock hat auf die Story, muss man die nicht spielen. Und ja, ist für den PC draußen. Also wir gehen rein, Leute. Wir gucken uns das an. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Kampagne natürlich, wir gucken rein. Ziele der Mission. Verkaufe 5 Kaffees. Da steht's. Ja, du hast einen Wettbewerb mit dem Titel Ich habe genug von der Arbeit in einem Unternehmen gewonnen. Und der Hauptpreis ist die Möglichkeit, ein Praktikum in Cafés auf der ganzen Welt zu machen. Deine Reise beginnt in Kapstadt, Südafrika, wo du das Innenleben eines kleinen Kaffeewagens kennenlernst und dir gleichzeitig wertvolle Geschäfte aneignest. Also cool, das Ganze beginnt mit der anfänglichen Karriere als Praktikant. I've had enough of corporate work, and the grand prize is an opportunity to intern at cafes all around the globe. Your journey begins in Cape Town, South Africa, where you'll get to learn the ins and outs of running a small coffee truck while gaining valuable business skills. Ja, da oben gibt's auch schon Tipps. Und wir starten die Mission. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Cutscene direkt zu Beginn. Oh, cool. Also die Farbe von dem können wir auch aussuchen. Wie cool ist das denn? So, die Kim spricht mit uns. Oh, du musst der Gewinner des Wettbewerbs sein. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kim und ich bin hier, um dich auf deiner Kaffeereise zu begleiten. Wir werden gemeinsam um die Welt reisen und fangen hier an in einem wunderschönen Park in Kapstadt. Siehst du diesen bescheidenen Kaffeewagen dort drüben? Beginnen wir damit, eine Marke für ihn zu schaffen. Ja, also ich dachte jetzt, das hier, oh wie cool, ihr wisst, meine Lieblingsfarbe ist grün. Aber, oh, weiß ist aber auch richtig schön, sieht edel aus. Sieht besonders aus. Hier orange, grün, gelb. Oh, so ein schönes Pastellgelb. Das war auch schön. Blau, lila und schwarz. Ey, mir gefällt fast am besten das hier. Ich kann es... Oh, ja. Dodo. Dodo. bin ich jetzt wirklich so einfallslos und schreibe Dodo Café? Dodo Express schreibe ich mal. Dodo Express, was haben wir hier? Eine Kaffeebohne als Logo. Ja, ja, gut. Mhm. gebt mir einen Daumen nach oben an der Stelle, Leute. Mich sehr, sehr freuen und unterstützen. Gut, Dollar. ja, da weiß man direkt, um was es geht. Bitte Masken tragen, Leute. Oh, ein Flieger. Oh, eine Rakete. Oh ja, wir starten durch wie eine Rakete. Das passt dann direkt. So, wir können jetzt noch die Schriftart ändern. Dodo Express. Das ist ja cool. Hier, so wie auf so einer Kaffeebohne. Dann müssen wir aber schon die Kaffeebohne nehmen. Ha! Gibt's ein Dodo? Also, jetzt hat es ja fast alles gegeben. Jetzt muss es auch ein Dodo geben, oder? Nee. Wir nehmen jetzt mal die Kaffeebohne. Alles erledigt. Marke anpassen. I bet your place will attract customers like bees to honey or like pigeons to coffee. Wait, what's going on? Wow, was für eine tolle Marke. Ich wette, dein Laden wird Kunden wie Bienen zu Honig anziehen oder wie Tauben zu Kaffee. Ja, Tauben. Tauben sind übrigens die nächsten Verwandten zu Dodos, falls ihr das nicht wusstet. Moment, was ist denn hier los? Was denn? Da kommen schon die Tauben. Herrlich. Wow.
Funky-Taube. Hat die gerade echt ein Salto gemacht? I've seen many weird things in my career, but a caffeinated pigeon is definitely something new. In any case, let's learn how to navigate the scene. By the way, if you ever need help with any task, just click the Show Me How button for more detailed instructions. Okay, sehr. Koffeinhaltigen Tauben ist definitiv etwas Neues. Das ist doch Alltag. So, Bewegung in der Umgebung. Benutze die Tastatur. Ja, oh, das Game sieht richtig, richtig schön aus. Oh, guck mal, sogar Schwäne und Flamingos laufen hier rum. Was, wie cool. Okay, das sind schon potenzielle Kunden. Die da, die trinkt sicher Kaffee. Also, die Musik ist auch... Boah, herrlich. So, Kamera drehen. Wie kann ich sie drehen? Zeig mir wie. Zeig! Ja, das habe ich gecheckt. Klicke und halte die rechte Maustaste, um die Kamera in verschiedene Richtungen zu bewegen. Rot, Strategie, Kamera. Okay, Kamera drehen. Nächster Schritt. Heran und wegzoomen. Okay, wartet mal. Ich will mal das. Oh, ach, so, ja. Pretty easy, right? But that's ja. Nicht? Das ist nicht alles. In unserer Welt kannst du frei wie eine Taube umherfliegen. Du kannst zum strategischen, zum Tauben Kameramodus wechseln, um die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Probiere es doch gleich einmal aus. Ja? Kinomodus. Oh, hallo. Hier ist direkt romantisierendes Dixie-Klo. Out of order. Es tut mir leid, Leute. Heute kein Klo. So, gucken wir uns da mal die Leute an. Okay. Oh. Der Baum fühlt sich nicht wohl. Okay, da ist so ein Typ. Oh, ein Bodybuilder. Der trinkt auch Kaffee. Damit er es frühmorgens ins Gym schafft. Okay, die Leute sind ein bisschen gruselig. Aber es ist doch gar kein Problem. Hauptsache, sie lassen das Geld bei mir. Ja. Wechsel zum strategischen Kameramodus. Okay. Now that you know how to move the camera, let's get to work. First, we need to buy some chairs and tables, so people can sit down and relax. We should also consider adding some additional lighting, just in case someone is sipping on coffee all evening long. Okay, wir sollen Stühle und Tische kaufen und auch noch ein bisschen Licht machen, falls jemand um 10 Uhr abends auf die Idee kommt, ja, Kaffee zu trinken. So wie ich immer. Öffnen, Dekorationsfenster. Ich kann übrigens Kaffee trinken, wie ich will. Ich werde nicht müde. Also nach 3 Espressos gehe ich schlafen. Es ist meinem Körper anscheinend sowas von egal. Gut. Hey, habe Tische. Habe 2 Tische. Ich muss haben 2 Tische. Was nehmen wir denn? Jetzt kann man hier natürlich... Oh, die Auswahl, Leute. Was nehmen wir da überhaupt? Ja, da gibt es so einen günstigen Tisch. Der sieht aber nicht so aus. Okay. Er ist hässlich. Wie viel Geld habe ich? 1500. Nicht so viel. Hier, schwarz gefällt mir. Das ist doch kein Schwarz. Oh, hübsch. Aber der ist eigentlich eh... Der ist ganz fresh. Okay, kann ich hier überall hinstellen oder was? Nee, in dem Bereich halt. Okay, dann machen wir hier. 100! Oh, ich muss aufpassen. Habe 2 Stühle. Hier, was passt denn da gut dazu? Hier hat sowas. Ein Hipster. Ein Hipster. Aber das ist nicht dasselbe Holz. Nein, das ist nicht schön. Ich will Pflanzen haben. Hier, sowas. Sowas. Klatsch. Hübsch. Ich achte mir da mal gar nicht auf mein Geld, ne? So, hier sowas. Das ist voll teuer. Ist das auch ein Stuhl? Blumenständer. Ja, das ist aber hässlich, ein Barhocker. Dann nehmen wir halt den. Drehen. So. Hier kann dann auch noch einer sitzen. Passt. Habe Lampe. Da steht Habe Lampe 1. Ich habe Lampe. Ein Fahrrad. Oh, hübsch. Aber ich habe fast kein Geld mehr. Vintage-Leuchte. Das ist doch schön. Nice work. Einfach gar keinen Platz mehr für Kaffee. Cozy. You're almost ready to start earning money, but we still need to create a menu for customers to order from. Sie hat das Wort cozy gesagt. Ich habe es ganz genau gehört. Okay. Ich
will aber nochmal hier was ändern. Kann ich das wieder verkaufen? Tatsächlich, krieg wahrscheinlich weniger dafür. Ich will noch eine zweite Hipsterlampe. Oh, die ist aber auch schön. Ich kann die customizen. Dann machen wir die auch so gelb. Wie eben auch der Waggon ist. Ah, der Waggon. Ja doch, der Waggon ist ein Waggon. So. Das kommt weg. Ah, hübsch. Also kann mir keiner hier was vorwerfen. Es ist einfach schön. Guckt euch mal das an, wie das matcht mit der Lampe und dem Dodo Express. So, aber sie meinte, ich soll das nicht tun. Dann machen wir jetzt zu. Menü. Espresso. Zum Menü hinzufügen. $2. Es geht. Ja. Americano. Rezept hinzufügen. A diverse menu. Anyway, to help you out, I already hired a barista and stocked up on the basic supplies that you'll need to start serving coffee. You're all set to go. Now it's time to see how your first customer buys a coffee. Also diese Karte sagt aber was anderes, als hätten wir hier 50 verschiedene Kaffee und nicht nur zwei, aber ich sage ja nichts. Oh, er wird es sein. Er glitzert. Er wird es sein, mein erster Kunde. Hier ist noch Platz für die Donuts später. Congratulations on your first sale. While you might not be rich just yet, with a few more million sales, you'll be well on your way. Let's take a closer look at that customer now. Millionen Verkäufer? Das klingt nach viel und harter Arbeit. Na gut, wir sind bereit, wir sind bereit. So, er will, es ist nicht mein Lieblingscafé. Oh. Und er nimmt jetzt den Kaffee. Kundenbewertung prüfen. Klicke auf einen beliebigen Kunden im Café, um seine Bewertung zu überprüfen. Lässig. Nimm es locker, einen Tag nach dem anderen und schiebe Verantwortlichkeiten auf, bis sie unbedingt erledigt werden müssen. Beantalk und Beanstagram sind das Periskop des Lebens. Beanstagram! Positiv. A casual. It's good to know your customers. Fortunately, equipped with an amazing mind-reading device, you can see what your customers really think about their experience. Each review affects your rating points. So, pay attention. Can you see his review of the coffee price? Das ist ja cool. Also, es ist sehr günstig, sagt er. Das findet er positiv. Er sitzt gerade im Café. Ich sehe, was er momentan macht. Er ist vom lässigen Typ. Allgemeine Zufriedenheit ist eher so semi und ich kann ihm folgen mit der Kamera und kann ihm sogar Rabatt geben. Ich kann 3 Rabatte pro Tag vergeben. Wie cool ist das denn bitte? Schließen Kundenfenster. When you see your customers are happy about the affordable price of coffee, you may consider increasing it a bit to earn more money. Let's try that now. Ja, wir heben den Preis direkt nach unserem ersten Verkauf, denken wir, es war zu günstig. So, wir machen hier mal 2,50 und da machen wir auch 2,50. Schließen Menüfenster, alles klar. Ein bisschen teurer geworden. As you can see, analyzing reviews from your customers can give you valuable insights into how to grow your business. But don't forget about the other customers. Click on the highlighted one. Ich habe noch keinen anderen Kunden. Ach so, der will. Hipster! Immer auf der Jagd nach dem nächsten kunstvollen hergestellten organischen, cruelty-free, fair trade, ethischen und lokalen Kaffee. Ich bin lokal. Ich wollte einen Kaffee zum Mitnehmen bestellen, aber sie haben keinen Becher zum Mitnehmen. Oh, neutral. Kann ich das ändern? Kann ich welches kaufen? It's a good opportunity to learn how to order supplies. Let's make your customer happy and order some takeaway cups for him. Ja. Order, order, order. Vorräte. Snacks, Kaffee, Editor, Menü, Option, Dekoration. Ach, da oben. Einwegartikel. Simple Tassen, knallhart wie du. Trophäentasse, Cappuccino. Bestelle Becher zum Mitnehmen. Ist das ein knallhart wie du? Ja, Vorräte. Cappuccino. Was? Simple Tassen. Hä?
Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Hier sind meine Kunden. Einwegartikel. Suchen brauche ich hier gar nichts. Ach so, Priorität für diese Lieferoption. Das heißt, ich will das zuerst haben. Ich weiß nicht, was ein Knall hat, wie du ist. Trophäentasse. Cappuccino. Ich will jetzt einfach ein, also ich will auf jeden Fall einen Knallhart wie du haben. Aber ich kann den nicht bestellen. Keine Ahnung. Bestelle ich halt mal so. 30 Stück hier. Name Knallhart wie du. Qualität. Kapazität 30 Stück. Einheiten zum Bestellen. Oh mein Gott, ist das teuer. Ich bestelle mal eins. The supplies are on their way. Just wait a bit. In the 21st century, drones can deliver your order. In our world, people are okay with drone delivery. It's a normal part of our mundane life. Ah, cool. Jetzt kommt eine Drohne und liefert mir das eine Cup. Wie teuer das gerade war. Das kann man sich doch auf Dauer gar nicht leisten. Becher zum Mitnehmen abholen. Wo ist der Becher? Ich habe die Drohne gehört, aber wo war sie? Die Steuerung hat ein paar Probleme, aber ich will mich nicht beschweren. Wo ist sie? Hier, nächster Schritt. Deine Ware werden von deiner Drohne ins Café geliefert. Klicke auf die Pakete, um sie einzusammeln. Da ist es. Da. So, jetzt können sie kommen. Jetzt hat er gesehen, dass ich To-Go-Becher habe. Und kommt. Oh Mann. You're learning very fast. You've analyzed customer reviews and taken action to improve your profits and customer experience. That's how you build a successful business. There's one more customer waiting. Let's take care of her too. Okay. Was will sie? Es ist ein Student. Like me. Die Nächte durchmachen, als wäre es ein Nebenjob, sich von Ramen und Koffein ernähren und versuchen zwischen Vorlesungen einen Sinn des Lebens zu finden. Ja, den Sinn des Lebens habe ich auch noch nicht entdeckt. Ich liebe den Stil dieses Ortes. It looks like she really likes your decoration. I'm not surprised at all. You've already met three different social groups. In future missions, you'll meet even more. Remember, each social group has different expectations. Ja klar, die steht auf einfach und so hipstermäßig, also so auf so, ja, so wie halt der Stil gerade ist und so Snobs werden das eher weniger cool finden. Ist klar. Ja. Gut, was will sie denn? If you zoom in on the place where the student was sitting, you'll notice that she left some rubbish behind. This happens sometimes. Some customers can be a bit messy. Let's clean it up so the next customer won't complain. Ja, aber das ist absolut nicht okay, Leute. Räumt euren Müll weg. That looks much also. Better. Just a heads up. Sometimes you might need to focus on a task, but there's a lot going on around you. In these situations, you can always pause the game and take your time. Try pausing and resuming now. Okay. Pretty useful, right? With the game paused, you can do your job without rushing. On the other hand, when you're waiting for something and don't have much to do, you can speed up the game. You can always go back. Now you know how to manipulate time. Es wäre schön, Ihnen etwas Wasser zu geben, während Ihre Besitzer eine Tasse Kaffee genießen. Das sollten wir gleich in die Tat umsetzen. Es kommen tatsächlich auch Haustiere her. Wie süß ist das denn? Und denen können wir jetzt Wasser geben. Och ja. Mal hier gucken. Tische, Schränke, Snacks, Wände, Fußböden, Gemälde, Lampen. Sonstiges. Wird wahrscheinlich bei Sonstiges sein. Alle sozialen Gruppen. Ja. Aber nach Haustiere kann ich nicht suchen. Aber hier Hundenäpfe, ja. Gut, wir nehmen hier einen günstigen Hundenapf. Dann stelle ich die hier dazu. Dann können die sich da hinschillen. Und währenddessen können die Hunde hier trinken. Ah, so many happy dog tails. My boss,
Mr. I hate him tells me I'm needed somewhere else now. I'm confident that you'll be able to complete the mission on your own. Check out the mission window to see your goals and progress. We'll see each other again soon, I promise. One last tip. Check if you still have coffee beans. Die Bohnen sollten uns nicht ausgehen. Also, das wäre ja Horrorvorstellung für einen Barista. Danke, Kim. Das war sehr lieb von dir. Bestellung. Wie viel kostet? Ach, das kostet so viel. In 3 Stunden. Ist das in-game oder... Ist das in-game? 3 Stunden? I don't know. Können nicht kaufen, weil nicht da ist. Verkaufe 5 Cafés. Das ist meine Mission. Ja, jetzt frage ich mich, ob in-game 3 Stunden vergehen müssen oder ex-game. Das frage ich mich ja schon. So, jetzt vergeht die Zeit richtig schnell. Die sind alle unzufrieden, weil ich keinen Kaffee mehr habe. Oh, da kommt die Drohne. Very good. Okay. Hier, jetzt kann ich wieder Kaffee verkaufen. Ich bestelle am besten direkt nochmal nach, weil das war ja gar nichts. Zutaten. Basis, hier. Reiner Espresso. Herzensbrecher Espresso. Nepresso. Der ist gar nicht gut in der Qualität. Dann machen wir einen Herzensbrecher Espresso. Den bestellen wir jetzt mal. In 12 Stunden erst. Das ist ja richtig gemein. Bestelle ich jetzt 5 Einheiten, dann kommen die in 12 Stunden. Ein Wasserfilter. Keine Ahnung, Zutaten. Milchstraße. Okay. In 6 Stunden. Ich bestelle jetzt hier einfach mal ein bisschen. Soja, ganz wichtig. Soja du, Soja ich. Okay, da steht immer die Überschrift. Da sollte ich drin. Wäre das Becher zum Mitnehmen? Also ich hätte alle bestellen können. Och Mann, wieso lese ich denn nicht einfach die Überschrift? Mann, oh Mann. So, dann bestelle ich noch knallhart Kaffee. Ja, so, aber jetzt bin ich fast pleite. Jetzt lasse ich das mal und spule das Game ein bisschen vor. Okay, gut gemacht. Du hast einen kleinen Schritt als Geschäftsmann, aber einen riesigen Sprung als Praktikant gemacht. Deine Dodo Express Kaffeebar in Kapstadt ist ein Ort, an dem Menschen sich entspannen, köstlichen Kaffee schlürfen und Spaß mit ihren pelzigen Freunden haben. Bist du bereit für ein weiteres Abenteuer weit, weit weg? Und als besonderes Extra haben wir dir $2000 auf dein Bankkonto überwiesen, damit du das Café ganz nach deinen Wünschen einrichten kannst. Bis bald! Wie cool, ja, zur nächsten Mission. Auf jeden Fall. Cape Town, you have received a plane ticket to the bustling city of New York. Oh, this New time, York. You'll be responsible for restoring the splendor of a dilapidated cafe. A famous musician, Phoebe, is looking for a new place to gig. Maybe you can convince her to perform at your cafe. Die Phoebe soll ich überzeugen. Ziele der Mission, Gitarre, Gitarrenverstärker. Also das wird ein Musikcafé. Cool. In New York. Wie cool ist das denn? Also man kommt halt auch zu den verschiedensten Orten, sogar ein Unterwassercafé gibt's. Ja. I hope you handle 22-hour flights better than I do. Anyway, ja, here we stimmt. Are in New York. They say the city never sleeps, so it seems like a perfect place for another coffee shop. This place has potential, but we'll have to work on it, starting of course with the brand. Ich war tatsächlich schon mal in Amerika, also in Kalifornien, und ich hatte beim Hinflug und beim Rückflug überhaupt keinen Jetlag. Also mich trifft das gar nicht. Hallo nochmal. So, genau. Marke beginnen. Das machen wir jetzt. Ich kann hier wieder... Diesmal ist es der Dodo in New York. Yes, of course. Wir sind unserem Brand mal treu. Und machen das Ganze... Ach, das Gelb passt jetzt aber nicht. Dann machen wir jetzt hier grün. A recognizable brand is a must-have in such a competitive market. Now let's take care of the coffee shop itself. At this moment, gar nicht gut aus. Very neglected, but I'm sure you can quickly bring this place back to life. Gut, dann gucken wir. Wir müssen was verkaufen. Und zwar... Das hier?
Alles brauchen wir nicht. See, not only did we get more space, but we also got some extra cash. Remember, if you ever need some money, you can always sell some of your furniture. Anyway, wo sind jetzt meine 2000? Wo sind meine 2000? Bis die Böden verbessern. Also man kann hier echt alles Mögliche machen, wie zum Beispiel in Hotel Renovator und so. Richtig cool. Ändern der Wände. Wände. Hier. Und das? Das gefällt mir aber ein Ticken besser, oder? Das ist beides hübsch. Mach mal das. Ja. Wow. Pretty. So, dann hier auch noch. Gut. Wand ist überall geändert. Dann gucken wir uns noch den Boden an. Da haben wir auch zwei Optionen. Einmal das und einmal das. Kostet beides gleich viel. Okay. Habe ich jetzt einen anderen genommen hier oben? Ja, es ist ein bisschen ein Kontrast. Gut. Sieht viel besser aus. Now the coffee shop looks awesome. It reminds me of some popular TV show from the 90s. What was its name? Ha, I can't remember. Anyway, let's keep on working. It would be a waste to have such a cozy space and not add some tables and chairs. Let's do it now. Da war das Wort schon wieder. Cozy. Ich liebe es. Habe drei Tische und habe sechs Stühle. Gut, machen wir. Haben wir. Und zwar, wir hauen unser Geld vom Fenster raus hier. Ich weiß nicht, sehr in ganz schwarz wird mir besser gefallen. Hier, sowas? Nee. Gibt's nichts ganz Schwarzes hier? Hier. Oh, yes. So, mal drehen, bitte. Machen wir hier so... Oh, ich weiß nicht. Vielleicht hier einen großen Tisch hier oben, so für Familien? Oder hier... Hier machen wir einen großen Tisch für Familien. So, und da oben machen wir zwei kleinere Plätze. Taiko. Taiko. Obwohl, das würde sich auch so als so Diner-mäßig eingehen. Obwohl, nee, wir machen es einfach so. Und klatsch. So, Stühle, 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 Stühle. Kann man customizen. Die kann ich schwarz machen. Ja. Geht das nicht hier? So, dann machen wir andere rum. Hä, wieso geht das nicht? Da ist doch ein Tisch! Habe ich die falsch platziert? Ja, dann halt so. Ist mir doch egal. Natural-born interior designer. Now that our cafe isn't so empty anymore, we have to hire a barista. Since our place isn't very popular yet, I saw only one CV sent by. Let me check. Rachel Bean. Well, let's hire her. Ja, dass sie mit Bean im Nachnamen heißt, ist ja auch gar kein Wunder. Rachel Bean. Ach, die ist doch süß. Die heuer mal an. Klar. Ich habe zwar fast kein Geld mehr. Keine Meinung. Sie hat keine Meinung heute. Ich kann sie ja direkt wieder feuern. Nee, komm hier hin. Komm hier hin und mach deinen Job. Rachel Bean, that reminds me of someone. She is now part of your business, but she has no clue when she should start her shift. So let's set up her schedule. Remember, each employee prefers different working hours. Okay. Okay, also das muss ich auch wirklich festlegen. Okay, sie soll... von 8 bis 8 arbeiten. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Was ist denn jetzt passiert? Wieso kann ich das nicht ziehen? Ja, von 9 bis 9 ist eigentlich gut, ja. Obwohl die Leute, die halt in der Früh zur Arbeit einen Kaffee haben möchten, die sollen halt woanders hingehen.
Okay, ja. I see you successfully assigned her the hours. Now let's sie wait kommt. Till she starts oh, her Gott. Shift. Remember, when there's no barista in the coffee shop, you can always skip time until the next one shows up. Okay. Jetzt brauche ich aber wirklich, jetzt muss ich mich beeilen, also ich habe gar kein Geld mehr. Ich kann sie nicht mal für den zweiten Tag bezahlen. Wo ist sie denn? Es ist schon 10. Wo ist sie denn? Hallo? Ach so, es ist 9 p.m. Hm. Wir haben schon zu. Alles klar, ich kann sie nicht bezahlen. Das ist tragisch. Great. We're almost done setting up the coffee shop. I've already organized some supplies, such as coffee beans, water filters. Dankeschön, das könnte ich mir nicht mehr leisten. However, we've been using cheap, low quality supplies so far, and it's time to level up. Let's prioritize getting better coffee beans from a reliable provider. Da ist sie. Okay. Ja. Dreamway. Uff. Sehr teuer. In 4 Stunden sind die da. Ich kann mir das nicht leisten. Hier, 2 Sachen kann ich mir leisten. Achso, ich soll das nur ändern. Ich habe es jetzt bestellt. Oh. Hm. Okay. Ganz nach oben. Passt. Now that you know how to use different supply providers, it's time to open your coffee shop. But did we forget something? Of course, we forgot to set the menu and prices. Oh yeah, menu and prices. Hier, die zeigen hier hin. Okay, wir machen das direkt auf 3, weil sonst kann ich mir das nicht leisten. Obwohl, machen wir 2,50. Also das ist mal die, wenn wir ganz runter gehen, dann sind wir bei dem Preis, der uns der Kaffee selbst kostet. Und hier können wir eben das draufschlagen. Wir machen 3. Wir sind in New York, das muss teurer sein. Ja, zum Menü hinzufügen. Hier auch hinzufügen. Now we are truly ready. Ja, ein Kaffee öffnen. Kaffee öffnen. Öffnen. Ja. It's officially open. Now it's just a matter of time until it will be full of customers. Do you see this elderly gentleman? Let's see who he is. Okay. Hallöchen. Er ist ein Senior. Senioren sind wie Schatzsucher. Sie wissen, wo die guten Sachen sind und schätzen einen gemütlichen Ort zum Ausruhen und Plaudern. Seien Sie nett zu ihnen und Sie könnten einige Ihrer erworbenen Weisheiten mit ihnen teilen. Okay. This is Tom Heckles, a senior. He's about to buy a coffee. As you can see, Tom appreciates the fact that your coffee shop is clean. Try to keep it that way. Sauber muss ich's auch halten. Okay. Notice how the money you earn from selling that coffee multiplies. Money multiplier is a secret ingredient of our world. You earn more when your cafe looks nicer. Each decoration item gives you some style points. And when you get enough of them, your money multiplier increases. Let's do it now. Okay. Mhm. Ich kann mir nichts leisten. Können wir zuerst mal was verkaufen? Komm mal rein und kauf was. Okay, jetzt kaufen die Leute ein. Ja, perfekt. Ja. Kaufen Sie, kaufen Sie. Geben Sie Ihr Geld aus. Ich brauche es. Yes. Kaufen Sie noch mehr. Richtig cool. Sie sind auch zufrieden. Ja, keine Bewertung. Was ist mit ihr? Der Preis von Espresso Doppio ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es dennoch zu versuchen. Espresso ist sehr günstig. Kaffee ist sehr sauber. Preis von Espresso ist sehr günstig. Ja, wir müssen den Preis für den Espresso ein bisschen steigern. Der Espresso ist günstig?
Das ist zu teuer. Hier, machen wir mal so. Okay. Good job. Now you have a hint on how to earn money faster. Okay. Indem du beispielsweise Mitarbeiter schulst, starte jetzt damit, Rachel in einer Fähigkeit zu schulen. Rachel, komm, wir schulen dich mal. Ich wünschte, wir hätten hier mehr Ausbildungsmöglichkeiten. Ja klar, die kriegst du gerade. So, wir machen... Oh, sie ist hier sehr schlecht und hier nicht schlecht. Ah, ich muss das auch bezahlen. Na toll. Dann machen wir das mal. Natürlich muss ich das zahlen. Gut. Once Rachel's training is done, her skill will improve. It's important because your customers will judge the skills of your employees. The employees themselves also want to have some training from time to time. But remember, with better skills, they will also expect a better salary. I think you're ready to continue on your own, but before I go, let's check out the mission goals. Okay. Wir müssen hier ein richtiges Café draus machen mit Musik. Smelly Cat. Hier, Gitarre, Gitarrenverstärker, Bewertung von 30 Leuten erhalten. Besitzer Barista mit der Fähigkeit Kaffee, Mindeststufe nicht schlecht, aktuell beste, schlecht. Schlecht. You may wonder why you even need a guitar and amplifier. Ja, aber es gibt einen aufstrebenden Star der New Yorker Musikszene, ein Mädchen namens Phoebe. Ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Um sie zu präsentieren und viele Fans anzulocken, brauchst du das richtige Equipment. Wir sehen uns bald vielleicht in einem ihrer Konzerte. Alles klar. Leute, ich muss sagen, das Game sieht richtig, richtig süß aus. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel möglich. Weiteres Gameplay gibt es dazu nämlich auf meinem Zweitkanal, auf Streaming Dodo. Ich werde das Spiel nämlich auf Twitch mit meinen Twitch-Zuschauern spielen. Also da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da heiße ich auch Playful Dodo. Und diese Streams lade ich dann immer hoch auf meinem Zweitkanal, Streaming Dodo, hier auf YouTube. Also falls ihr da Interesse habt, folgt da gerne. Ich werde euch das in der Endcutscene auch verlinken. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt mir auch hier gerne einen Daumen nach oben da lassen und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, das war's mit diesem Video. Wir haben ein bisschen was vom Gameplay gesehen. Es sieht mega süß aus. Ich freue mich richtig, das weiter zu spielen. Und also ja, so ein richtiges Dodo-Café vielleicht auch im Sandbox-Modus zu spielen, wo wir wirklich alle Möglichkeiten haben und auch nicht auf das Geld achten müssen. Und ja, ansonsten finde ich das auch sehr, sehr spannend, dass wir hier jetzt als Praktikant so verschiedene Läden sehen dürfen. Und der Story-Mode ist sehr interessant. Ja, über euer Feedback in den Kommentaren würde ich mich auch sehr, sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Bis bald und ciao!